Aus erzieherischer Sicht muss ich sagen, dass ich finde, man sollte den Kindern viel zumuten. Für ein kindgerechtes Zuhause ist ein absolutes No-Go. Ich bin Katja, ich studiere Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, bin zweifache Mama und jetzt schwanger mit dem dritten Kind. Ich heiße Vanessa Brückner und ich bin Erzieherin und wir zeigen dir, wie du dein Kind mitbestimmen lassen kannst. Kinder verändern ein Zuhause, in dem sie es sehr unordentlich machen, aber trotzdem mit Liebe und Leben befüllen. Mir ist wichtig, dass alle in der Wohnung einen Rückzugsort haben und ihren eigenen Bereich mitgestalten können. Am coolsten finde ich drei Dinge. Einmal die Schaukel, einmal mein Hochbett und mein Schreibtisch. Bei der Gestaltung des Kinderzimmers solltest du beachten, dass alles für Kinder gut zugänglich ist, nicht von Farben wegschrecken und genügend Raum für Ruhe, Entspannung und Spiel sorgen. Uns ist fürs Babyzimmer wichtig, dass dort eine schöne Wickelkommode steht, dass dort Spielsachen stehen und außerdem sollte man dafür sorgen, dass das Kind einen eigenen Schlafplatz hat. In der Kita ist dies im Schlafraum und zu Hause im Kinderzimmer oder neben dem Bett der Eltern. Bei Kinderspielzeug achte ich darauf, dass es möglichst nachhaltig und schadstofffrei ist. Vor allem, wenn das Kind noch ganz klein ist, da es einfach viel in den Mund nimmt. Aus diesem Grund werde ich hauptsächlich Spielsachen in Holz kaufen. Die Kinder durften bei der Gestaltung der Kinderzimmer bei jedem Schritt mitentscheiden. Sie durften zum Beispiel die Tapete aussuchen. Also das hier ist der Dschungel, hier ist ein Tiger und das hier sind so kleine Äffchen. Aber auch bei Kleidung sollte das Kind dann selbst entscheiden können, wer bin ich, wie möchte ich mich weiterentwickeln. Was machst du, damit deine Kinder mitentscheiden können? Schreib es in die Kommentare. In unserer Kita wird anhand einer Tafel gezeigt, was es die Woche zu essen gibt. Für zu Hause finde ich das sehr sinnvoll, gemeinsam mit dem Kind die Woche zu planen. Was steht da? Essensplan. Ja, guck mal. Unsere Kinder dürfen zu Hause in gewissem Ausmaße auch mitentscheiden. Es wird immer mehrere Optionen gegeben und dann dürfen sie entscheiden, was gegessen wird zum Beispiel. Am Montag ist das Pizza, Tomatensuppe, Käsespätzle. Ja. Hier kann man auch welche Zettel reintun. Es ist wichtig, dass das Kind Regeln hat und vor allem aber auch, dass das Kind weiß, welche Konsequenzen es gibt, wenn es eben die Regeln bricht. Bei uns zu Hause sind Regeln sehr wichtig, aber nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wenn Kinder streiten, dann versuch doch mal, das Ganze erst zu beobachten. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, ist es gut, dann als Vermittler zu arbeiten und deren Sinn für Gerechtigkeit und Fairness zu fördern. In puncto Sicherheit gibt es bei Kindern einiges zu beachten, bei Babys und Kleinkindern natürlich ein bisschen mehr. Im Kindergarten wird auf kindersichere Steckdosen geachtet, dies ist auch zu Hause sehr wichtig. Ältere Kinder sind gerne selbstständig und somit ist es wichtig, denen eine Möglichkeit zu geben, selbstständig Sachen zu erreichen und zu machen, ohne dass sie die Hilfe brauchen und ohne dass sie sich selbst gefährden. Im Voraus würde ich zum Thema Sicherheit gar nicht so viel zu Hause machen, da ich erstmal mein Kind beobachten würde. Wie entwickelt sich es? Versteht es Nein oder nicht? Muss ich da dafür sorgen, dass Sicherheit da ist oder nicht? Für ein kindgerechtes Zuhause ist ein absolutes No-Go. Zu Hause rauchen oder Schimmel in der Wohnung. Oder auch gefährliche oder scharfe Gegenstände rumliegen zu lassen. Aus erzieherischer Sicht muss ich sagen, dass ich finde, man sollte den Kindern viel zumuten. Ich habe selbst gesehen in meiner Kita, da darf jedes Kind klettern. Das war für mich am Anfang sehr schwer auszuhalten, habe aber dann gesehen, dass die Kinder daraus profitieren und so super schnell Neues lernen können. Wenn ihr mehr Alltagstipps von Frauen für Frauen haben wollt, dann abonniert diesen Kanal. Einen schönen Sommer mit Kindern verbringt man am besten, indem man ein paar Snacks einpackt, genügend Wasser zum Trinken, ein bisschen Sonnencreme und ganz viel Zeit draußen und in der Natur verbringt. Einfach mal schauen, was die Natur so zu der Jahreszeit hergibt und auch das Kind mal überlegen lassen, was könnten wir jetzt aus diesen ganzen Sachen, die wir hier haben, gemeinsam gestalten.
Erwachsene können sich einiges von Kindern abgucken. Zum Beispiel die Lebensfreude, die Freude an kleinen Dingen im Leben. Einfach mal wieder ein bisschen Kind zu sein, zu versuchen, einfach alles lockerer zu sehen und entspannter zu sein.